Ich muss auch sagen, ich bin auch ganz ehrlich ein bisschen angespannt, was das betrifft. Na, ich bin wirklich ein bisschen angespannt gerade. Wer weiß, was dieses Vieh will letztendlich. Und wohin sich das hier alles entwickelt. Hat das Spiel eine feste Story oder so? Das wäre geil. Weil ich würde dieses Projekt unheimlich gerne weiterführen. Nur ich sehe, es wird ein echt langatmiges Projekt, wenn ich, wenn wir halt unsere Viecher so hart suchen müssen. So, ich gucke gerade, ist irgendwo was Rotes? Ich sehe gerade nichts Rotes. Ich sehe aber auch keinen Werwolf. Ich höre aber auch kein Herzklopfen. Das heißt, das Vieh ist überhaupt nicht in unserem Radius. Oder wir in seinem Radius, besser gesagt. Das finde ich eigentlich ein bisschen merkwürdig. Sehr bedrohliche Atmosphäre, muss ich sagen. Muss ich sagen. Ist sehr gut. Alles sehr. Also ist es in allem sehr gut umgesetzt. Nur diese harte Sucherei, das ist das, was mich jetzt hier wirklich gerade ein bisschen frustet. Aha. Nein, lass mich, 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 lass mich. Oh, Alter! Kritisch. Kann das sein, dass das Vieh gerade unsere Mana weggenommen hat? Diese Sucherei. Das frustriert. Ich versuche gerade irgendwie auf jede kleinste Bewegung halt zu achten.
Das Problem ist, da wir keine Mana mehr haben, können wir auch nicht unsere, ich sag mal, übernatürlichen Fähigkeiten oder unsere telekinesischen Fähigkeiten benutzen, um mal halt zu gucken, wo das Vieh jetzt gerade rumeiert. Und das frustriert mich gerade so. Das macht mich gerade so wütend. Ey, wenn die Bestie vor mir stehen würde, ich stehe gerade 50-50, dass ich gerade bei der Auge mache. Ein Werwolf. Gib mir einen Werwolf. Boah, es täte diesem Spiel echt keinen Abbruch. Es täte diesem Spiel echt keinen Abbruch, wenn das hier nicht alles so langwierig wäre. Nein! Na toll, jetzt habe ich die Bestie verloren. Alles klar. Vielen Dank auch, Spiel, für nichts. Da hinten waren wieder diese Schatten. Wollen wir es mal riskieren? Okay, der nimmt auch unser Leben, alles klar. Okay, das war mir jetzt nicht so ganz bewusst, dass das so sein würde. Okay, wir müssen diesen roten. Oh, bitte lass mich. Oh, wir müssen ein paar Kräuter wo anscheinend fressen. Ein Kruzifix. Ein fixes Kruzifix. Aha. Oh, bitte lass mich. Das macht die Jagd auch nicht gerade viel besser.
wenn diese roten Dinger nach einem suchen. Ich hoffe. Danke, ihr Arschlöcher, für nichts. Gott, jetzt habe ich die Spur von dem Werwolf verloren. Schon wieder, ey. Archiv der Fährtenleser, Kappa. So wie die Folge heißen. Großes Kappa in Caps. Lasst mich einfach hier Schatten. Oh Mann. Und ich war so voller Elan, gerade als ich gemerkt habe, dass wir wieder Herzklopfen hatten. Und einfach nur, weil die roten Assis da Auge machen müssen. Oh, das war jetzt nicht so gut. Lass mich. Mein lieber Werwolf, ich habe dich. Bleib mal stehen, Schnuckelchen. Bleib mal stehen. Nein! Alter, wieso lade ich nicht nach? Ich bin so ein Hurensohn. Ich bin so ein Netter, meine ich. Ups, sorry. Ja. Sorry. Nachladen. Leute, Kinders, wir dürfen nicht vergessen, nachladen. Das ist so, toll, weißt du, jetzt kannst du dir die ganze Scheiße von vorne machen. Digga. Aber wir wissen, das Vieh kann random, ich sag jetzt mal mehr oder weniger halt zu uns, halt kommen. Das ist ja schon mal was. Wir müssen halt jetzt nur gucken. So. Wenn ich jetzt mal wüsste, welche Fährte ich überhaupt gegangen bin. Ja, ich bin da hinten lang irgendwo und dann war ich am Arsch der Welt und dann bin ich erst da auf den Werwolf gestoßen, weil er da irgendwo hinten rumkraucht. Ja, wer kennt's nicht.
Kriegt man echt einen Heulkrampf. Bei dem Spiel kriegst du echt einen Heulkrampf. Oh Mann, 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 oh Mann. Oha. Okay, in die Richtung, da gehen wir. Wir brauchen noch extrem lange. So, ich hoffe. Ach, ja, natürlich, komm, fick dich doch, ey. So ist doch auch kacke zu. Jetzt sieht man wieder das Viehflöten. Aber weil der Bildschirm ausgegangen ist, ey. Toll. Ah, echt. Nice. Wo läuft das hier rum? Ja, Alter, ja, ich bin gestorben, toll. Auf dem Weg, das Vieh halt zu töten, bin ich halt auch wieder hops genommen worden, alles klar. Ah, ja, ey, super, ey, so. Ja, komm. Ich sag ja, wenn man hier alles wieder einstellen muss, weil die Bildschirme hier ausgehen. Super. Dann auch noch die Kacke, die hier mal aufspielt, ey. Super, super, super. Löschen. Läuft wieder alles. Supi. Ich würde mich auch jetzt überhaupt nicht aufregen wollen. So, da werde ich auf Discord noch angeschrieben. So, dann geht es auch weiter. Wo sind wir denn? Ach ja, wir sind ja hier wieder da. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Ich gehe jetzt mal direkt hier hinten lang. Weil hier kommen wir ja sowieso jetzt gerade schneller auf das Herzklopfen wahrscheinlich. Dann werde ich jetzt hier erstmal lang gehen und werde mal gucken, wie schnell wir jetzt gleich Herzklopfen bekommen.
wenn wir jetzt hier irgendeine bestimmte Fährte halt aufnehmen. Bin ich ja mal gespannt. Das ist so frustrierend. Das ist so... Boah, Abfuck, ey. Richtiger Abfuck. Ah. Boah. Ja, komm, wir sind gleich eh oben. Jetzt kommen wieder die Viecher, ne? Jetzt haben die mich da im Visier wieder, ne? Ja, das Vieh hat mir jetzt meine Mana geraubt, ne? Also das Kampfsystem ist echt scheiße, das muss ich ja sagen. Obwohl das Spiel echt gut ist, ist das Kampfsystem echt scheiße.